Nun ja, Pikachu Wulfus Blitz-Performance war beeindruckend. Wulfus Pikachu-Energie ist weg. Pikachu, können wir deine Blitze sehen? Mein Akku ist fast leer. Wir müssen noch einen Boss besiegen. Spiele einfach ein bisschen. Es wird nichts bewirken. Was ist passiert, dass Pikachu nicht mehr genug Energie hat? Das gibt richtig Ärger. Nein! Nein! Was sollte Pikachu Wulfu jetzt tun? Energie verschwendet habe, konnte Pikachu nicht rauskommen. Mal sehen, was Lucy tun kann, um Pikachu Wulfu zu helfen. Pikachu vergessen? Oh nein! Es scheint, dass Lucys Idee zunächst erfolgreich war. Energie ist zurück. Wer kann jetzt mit Pikachu mithalten? Siehst du das? Energie zu verschwenden ist überhaupt nicht ratsam. Die kleine Hochzeit. Was ist passiert? Dein Vater hat ihre Puppe ruiniert. Ich will meine Bräutigam- und Brautpuppe zurück. Welche Überraschung will die ganze Familie Lucy schenken? Tada! Bye-bye! Hallo! Wow! Papa und Mama Wolf haben sich also in Braut- und Bräutigampuppen verwandelt. Das sind keine echten Puppen. Du machst sie schwindelig. Meine Güte. Sieht so aus, als wäre diese Hochzeit ein bisschen wackelig. Mama, Papa, Zeit für ein Foto.
Oh, Fotografin Lucy ist akribisch. Oh. Zu groß. Oh nein. Das ist die beste Puppenhochzeit aller Zeiten. Die Karrierespielhäuser. Oh, sie tragen Uniformen von 4 verschiedenen Berufen. Willst du die Krankenschwester sein? Warte mal. Nein, sie wird eine Polizistin sein. Gut, ich wähle denjenigen, der das beste Spielhaus hat. Hey, Lucy! Na also, kommt und lasst uns sehen, Kinder, welches Spielhaus wird jetzt von Lucy ausgewählt? Wird dir gefallen. Wow, was wird Pandas Spielhaus haben? Weißt du, kochen kann echt manchmal gefährlich sein. Oje, wie gefährlich. Ah, es stellt sich heraus, dass Bufo Werbung machen wollte für seinen Beruf als Feuerwehrmann. Feuerwehrmann zu sein macht so viel Spaß. Aber es ist überhaupt nicht sicher. Krankenschwester zu sein ist sicher und macht Spaß. Gut gemacht. Wen wirst du also wählen? Nimm mich! Nein, komm mit mir mit hierher! Warum zankt ihr euch so? Ihr solltet nett miteinander spielen. Wir wollten sie nur in unserem eigenen Team haben. Ich mag euch alle. Ich will alles mitspielen. Die Babyhäftlinge. Aha,
Jetzt ist Lucy die Polizistin und ihr Bruder und ihre Freunde verkleiden sich als Gefangene. Hey! Gefangene, es ist Zeit zum Arbeiten. Geht und räumt die Spielsachen auf. Aber du hast das Chaos verursacht. Ich bin jetzt ein Polizist. Leg das in den Korb. Und du, gib es mir. Lucy, es ist nicht richtig, das zu tun. Ich spiele nicht mehr. Nein! Keiner kann Lucys Rechthaberei ertragen. Wenn sie sich nur in Babys verwandeln würden, dann könnte ich sie leichter kontrollieren. Kannst du mir helfen? Bitte! Die Verwaltung von Babygefangenen macht wohl so viel Spaß, wie Lucy denkt. Entflohene Gefangene! Wow, Polizistin Lucy ist so schlau. Es ist Fütterungszeit. Oh nein, du musst dir was anderes einfallen lassen, Lucy. Dass ich nicht nett gespielt habe. Es ist okay, solange du deine Schuld kennst. Oh, was ist passiert? Der Roboterpatient. Wow, das ist Piggys Geburtstagsgeschenk von seinen Eltern. Es ist wirklich modern. Holen wir jetzt mehr essen. Oh nein. Und jetzt ist der Roboter kaputt. Was soll Pando jetzt tun? Das Essen ist da! Oh mein Gott! Wenn Piggy herausfindet, was gerade passiert ist, wird er sauer auf Pando sein. Probier mal, es ist so gut. Piggy, du hast den Roboter kaputt gemacht. Oh, Pando leugnet und gibt Piggy die Schuld. Lass den Roboter-Doktor einen Blick drauf werfen.
Wow, Dr. Wolf ist so cool. Aber mal sehen, kann er den Roboter heilen? Tut mir leid, ich habe mein Bestes gegeben. Für Piggy ist das ein sehr wertvolles Geschenk. Gibt es eine andere Möglichkeit, ihn zu heilen? Warum bringen wir es nicht zu Dr. Cat? Er kann wahrscheinlich helfen. Aber was habt ihr gemacht? Ich habe nichts getan. Der Arm ist von alleine rausgefallen. Es war meine Schuld. Das ist schon okay. Ich kann das reparieren. Es tut mir leid, Piggy. Es ist gut, dass du deinen Fehler einsiehst. Vielen Dank, Dr. Cat! Oh, wow! Elementar Baby Jenny. Ich kann mich nicht erinnern. Hey! Nun, Cat unterrichtet Wulfo über die 5 Elemente in der Natur. Diese Klonmaschine für Elemente wird Wulfo beim Lernen helfen. Wo könnte Wulfo jetzt sein? Hat mich Cat gerade gerufen? Oh nein, Wulfo sollte nicht mit der Maschine spielen, wenn er nicht weiß, wem sie gehört. Warte hier, Jenny. Es ist wundersam. Diese Maschine kann Jenny klonen. In Elementarbabys. Wo ist er? Oh mein Gott, Cats Wohnzimmer, das von den Elementarbabys verwüstet wird. Huh?
Maschine benutzt habe, ohne zu fragen. Ich wollte Wulfo nur helfen, etwas über die Elemente zu lernen. Es ist gut, dass du zu deinen Fehlern stehst. Und dank dir kenne ich jetzt alle Elemente. Das ist Metall. Holz. Wasser. Feuer. Und Erde. Rot und Gelb ergeben Orange. Rot und Blau ergeben Violett. Gelb und Blau ergeben Grün. Das farblose Monster. Hast du deine Hausaufgaben gemacht, Wulfo? Mal das aus, während du auf mich wartest. Lucy ist sich nicht sicher, wo sie Lila finden kann. Wage es nicht, mich anzumalen. Oh nein, was soll Lucy jetzt tun? Mein Gott, das Ungeheuer saugt alle Farben auf. Ich muss es nur noch ausmalen. Wow, Lucy sieht so cool aus. Oh nein! Lucy, hilf mir! Wir müssen es anmalen, um es aufzuhalten. Es ist lila. Aber ich kann nirgendwo lila finden. Lass uns diese beiden Farben mischen. Rot und Blau ergeben Lila. Seine Hände sind grün. Färben wir es gelb. Blau und Gelb ergeben Grün. Lasst mich los! Was ist mit Orange? Gelb und Rot ergeben Orange. Oh, wow! Ja! Ich fordere dich auf, jetzt rauszukommen. Wähle nicht den falschen Bruder. Oh nein, wegen Lucy hat Wulfo verloren. Bring Lucy nicht zum Weinen, okay? Hallo! Warte auf mich! Wow, was kann Dr. Cats Roboter jetzt tun? Dieser Babysitter-Roboter kann dir helfen. Danke, Dr. Cat. Zeig mal, was du kannst. Oh.
Wulfo will wissen, ob Dr. Cats Roboter Angst vor Wasser hat. Oh. Toll, jetzt kann ich mein Spiel spielen. Dein Job ist erledigt. Ich übernehme ab hier. Ich bin dein Bruder. Aber oh, Lucy spielt lieber mit dem Wulfo-Roboter. Oh nein. Lucy wird sich demjenigen näher fühlen, der mehr Zeit mit ihr verbringt. Es tut mir leid. Ich spiele mit dir, wenn du wach bist. Superhelden zur Rettung. Oh, was guckt Wulfo denn da? Diese Maschine kann uns jedes Superheldenkostüm geben, was wir wollen. Wow, ein echtes Superheldenkostüm, das Wulfo am besten gefällt. Na also, die Superhelden Cat und Wulfo zu sehen, kann dies die böse Ratte besiegen? Danke, lass uns jetzt spielen. Ich muss mir das stärkste Superheldenkostüm machen. Oh mein Gott, weiß Wulfo, was er da tut? Ich bin der Stärkste! Du kannst das mit Superman nicht vergleichen. Siehst du, wie stark ich bin? Oh nein, Wulfo hat seine Kraft nicht unter Kontrolle. So ein Chaos. Es tut mir leid. Das nächste Mal frage ich dich um Erlaubnis, bevor ich deinen Stab benutze. Jetzt komm. Jetzt machen wir noch einen für dich. Fufu, Panda. Wulfo versteckt sich im Inneren des Fernsehers. Spielt hier, Kinder. Ich muss etwas kaufen.
Ja, ja, Papa. Mal sehen, welches Spiel werden Sie jetzt spielen? Wollt ihr Verstecken spielen? Ich werde euch finden. Okay. Ja, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wow, Lucy ist so schlau. Des Überwachungsbildschirms des Ladens kann Lucy sehen, wo sich Wolf und Pando verstecken. Mal sehen, wo werden sich Wolfo und Pando dieses Mal verstecken? Schlacht. Kinder leicht. Wirklich? Lass uns spielen, wer der Beste ist. Ja. Hey. Ich. Mal sehen, wer in dieser Minecraft-Schlacht gewinnen wird. Wahnsinn, Pando hat die erste Runde locker bestanden. Aber oh nein, er hat in Runde 2 verloren. Wow, Bufo ist voller Selbstvertrauen. Nur Bufo kann kein Minecraft-Monster besiegen. Wird Wolfo dieses schwierige Spiel alleine meistern können? Dieses Spiel ist so schwer. Ja, ich finde, wir sollten zusammenarbeiten. Ja. Eins, zwei, drei. Los geht's! Ja! Ja!
Hurra! Vereinigt euch, um Kraft zu schöpfen und Minecraft-Monster zu besiegen. Wähle nicht den falschen Pool. Wow, wenn es so heiß ist, ist es toll, schwimmen zu gehen. Das Wasser ist ausgelassen, Kinder. Oh. Nein! Wie können wir dann schwimmen? Das ist die neue Erfindung von Dr. Cat. Oh. Wow. Es ist magisch. Jetzt können sie frei schwimmen. Wolfo und Pando haben nicht um Erlaubnis gefragt, sondern es einfach benutzt. Das ist doch nicht richtig. Lass uns das in Limonade verwandeln, damit wir schwimmen und gleichzeitig trinken können. Oh nein! Die Zauberpistole hat Probleme. Dadurch steigt der Wasserspiegel immer weiter an. Extrem gefährlich. Und das ist die Folge davon, dass man willkürlich die Sachen anderer Leute benutzt. Nehmt etwas zu trinken, Kinder. Was ihr getan habt, war wirklich unanständig. Es tut mir leid, dass ich deine Sachen benutzt habe, ohne zu fragen. Räumt jetzt auf, Kinder. Nein! Super Batterie Sidekicks. Wow, welches Spiel hat Dr. Cat, Wolfo und Piggy heute spielen lassen? Du und deine Kumpels müssen sich gegenseitig unterstützen und den Schatz gemeinsam finden. Oh, das ist ein riesiger Lavasee. Dank der Einigkeit hat Wolfos Team leicht bestanden. Trag mich, bitte! Ha, Piggy verlässt sich zu sehr auf seinen Teamkollegen. Das sollte eigentlich nicht sein. Du meine Güte, diese Runde ist schwierig. Wow.
lass mich dir helfen. Spar deine Energie für die nächste Runde. Lasst uns raten, ob sie diese letzte Herausforderung gewinnen können. Ach du meine Güte, Schweinchens Kumpel ist erschöpft. Hilf ihnen, Piggy! Lass uns das gemeinsam zu Ende bringen. Siehst du? Einigkeit macht stark. Lasst uns vereint sein. Wow, drei Kinder spielen Superheld geht auf Schatzsuche. Aber oh, Schweinchen will nicht, dass Wulfo den Schatz zuerst bekommt. Und Panda will auch der Erste sein, der den Schatz bekommt. Also verdiene ich den Schatz. Niemals. Ohne mich hättest du nicht gewonnen. Hey! Wenn ihr euch nicht vereinigt, bekommt ihr den Schatz nicht. Kommt schon. Lasst uns sehen, ob Cats Worte wahr sind, Kinder. Verschwindet. Ja! Panda, triff den hellen Punkt. Das könnte die Schwachstelle des Portals sein. Los geht's! Welches Drama werden Wulfo und seine Freunde heute aufführen? Schauen wir es uns gemeinsam an. Gefängnisausbruch mit der Portalkanone. Lass mich raus, lass mich raus! Oh, lass mich! Unter
dieser Zelle ist das Rohrleitungssystem. Mhm. Hier kannst du nicht graben. Lass mich raus, lass mich raus. Wulfo? Oh. Wulfo, behalte die Portalkanone im Auge. Pass auf, dass die Gefangenen sie nicht mitnehmen. Ja, Sir. Es sieht aus, als hätte er sich zu viel Sorgen gemacht. Sie können nicht raus mit der Waffe. Oh mein Gott. Wulfo ist so selbstgefällig. Das ist also eine gute Gelegenheit für die Gefangenen zu fliehen. Hey, wir haben hier kein Fenster. Wir können kein Portal nach draußen schaffen. Folge mir einfach. Aha. Was wird Cat wohl tun? Pedro, Pedro! Oh nein! Stop, stop! Es tut mir leid, dass ich sie unterschätzt habe. Ich werde das nie wieder tun. Ja. Leute, seid nicht so selbstgefällig. Superheldenenergie. Hast du den neuen Superheldenfilm gesehen? Superman ist sicher der Stärkste. Nein, Flash ist stärker. Auf keinen Fall, es ist Hulk. Dann lass uns ein Rennen machen. Richtig, um zu sehen, welcher Superheld hier der Stärkste ist. Ja. Und so begannen die drei Kinder für das bevorstehende Rennen zu üben. Eins, zwei. Und ich fühle mich viel stärker. Lass uns zum Mittagessen und dann ein bisschen schlafen. Das Rennen kommt. Du solltest üben, essen, dich ausruhen, um zu gewinnen. Wulfo, Bufo und Piggy. Jeder von ihnen übt in einem anderen Modus. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben, ist endlich da. Bist du okay?
Ich bin so stark, weil ich Hulk bin. Ja. 3, 2, 1, los! Ich brauche etwas zu essen, um stark zu sein. Oh nein, Piggys Energie da ist, der wird kaputt sein. Und Bufo war erschöpft. Bufo, wach auf! Hey, hey! Ich habe ununterbrochen geübt, deshalb bin ich jetzt zu müde. Meine Mama hat gesagt, wir sollen richtig üben und uns ausruhen. Zu viel Essen ist nicht gut. Du kannst nicht mit vollem Magen laufen. Ich habe es verstanden. Also lass uns an einem anderen Tag laufen. Okay? Das Geschäft für Körperteile. Komm schon, komm schon, komm schon! Das kann jedes deiner Körperteile verändern. Hey, hey! Ich will Wulfuschwanz! Wow, die Kinder tauschen ihre Körperteile gegeneinander aus. Lasst uns mal sehen. Was wählt Lucy? Ja, ja! Warum bist du so aufgeregt? Mit ihrem Aussehen kann ich bestimmt den Modelwettbewerb gewinnen. Lucy denkt, dass sie wie Karoo aussieht. Wird sie so berühmt sein? Mein Gott, die Kinder haben alle die Ohren und den Schwanz von Karoo, außer Dolly. So kannst du auf keinen Fall gewinnen. Wir werden sicher gewinnen. Das hättest du wohl gern. Und der Gewinner ist Dolly. Ich sollte es sein. Ich sehe genauso aus wie das Model. Warum wollt ihr alle ihren Look kopieren? Sie ist hübsch und cool. Wenn alle gleich aussehen würden, wäre niemand einzigartig. Jeder ist einzigartig, also lasst uns an uns selbst glauben. Unsere Schwänze und Ohren sind ziemlich cool, oder? Die Auftragsfernsteuerung. Ja! So schön! Ha! Also, sowohl Mama Wolf als auch Lucy lieben Wulfus Zeichnungen. Ich muss meine Arbeit beenden. Papa ist so beschäftigt.
beliebigen Knopf, um deinen Papa in diese Person zu verwandeln. Dankeschön. Oh, was will Wolfo machen? Papa, willst du einen anderen Job ausprobieren? Lass mich dir helfen. Wow! Unglaublich. Es ist Zeit zu arbeiten. Aber warum will Wolfo den Beruf seines Vaters ändern? Du wirst dich bald daran gewöhnen. Dieb! Oh nein! Papa, geh ihn fangen! Puh, zum Glück kam der echte Polizist Boo zur rechten Zeit. Diese Aufgabe ist nicht einfacher. Mal sehen, für welchen Job Papa Wolf am besten geeignet sein wird. Hallo, alle zusammen. Es ist genug, Wolfo. Willst du nicht einen leichteren Job? Mein Job ist anstrengend, aber ich mache ihn wirklich gerne. Bereiten wir uns auf einen neuen Schuss vor. Nun, Lucy hat sich die Familienfotos in ihrem Zimmer angesehen. Lass uns ins Krankenhaus fahren für eine Spritze. Nein, ich will das nicht. Sieh mal, Lucy hat Angst vor Spritzen. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe sie schon als Baby bekommen. Wir haben dir geholfen, dich daran zu gewöhnen. Wow, wie hat Mami Wolf Wolfo trainiert? Pando weint jedes Mal heftig, wenn er geimpft wird. Es hat sich so ergeben. Hattest du danach immer noch Angst? Natürlich nicht. Oh, Wolfo will auch Lucy trainieren, so wie seine Mama ihm früher geholfen hat. Und Mama Wolf ist auch dabei. Wo ist das schwache Kind? Der Schuss kann dich schützen. Gut
gemacht. Jetzt bist du bereit für die richtige. Falsche Klasse für Wulfo. Willkommen im Sommercamp. Schauen wir mal, was ist interessant an Wulfos und Jennys Ferienlager? Zeit für den Sportunterricht, Kinder. Warum müssen wir das tun, wenn ich nur in der Babyklasse wäre? Lass uns deinen Wunsch wahr machen. Wulfo wird also mit Jenny in die Klasse gehen. Babys können nur Milch trinken, Wulfo. Die Babyklasse ist so anders als Wulfo. Babyklasse sein. In verschiedenen Altersstufen lernt man unterschiedliche Dinge. Die Babyklasse ist also nicht für dich geeignet. Kinder, wir gehen in dieselbe Klasse wie ihr.